Hallöchen und herzlich willkommen zurück, da sind wir auch wieder, so Äpfel schnacken und ein bisschen trinken und wieder vom Steinbeken. So, letzte Folge, ne, kurz bevor wir das Feierabend gemacht haben, haben wir noch ein bisschen geschlafen, hier, nein, nee, speichern wollen wir nicht, aber geschlafen haben wir und God of War ist uns wieder erschienen, hat uns was von einer wichtigen Rolle erzählt, wir wissen natürlich nicht, was es ist. Das kann das God of War nur beantworten. Ein Erdbeben ist erschienen und sie ist wieder verschwunden. Die Frage ist natürlich offen geblieben. So wollen wir mal schauen, wenn wir rausgehen, was passiert. Ob wir Kanimani natürlich wieder von dem mysteriösen Traum erzählen. Wahrscheinlich schon. Schauen wir mal. Guten Morgen, Doggy. Was ist los? Stimmt etwas nicht? Ach ja, das Erdbeben vorhin. Doggy, du bist genauso besorgt, wie ich es bin. Ich hätte es wissen müssen, Doggy. Selbst das Team ist noch nicht zurückgekehrt. Und man sagt, dass Gordon unglaublich stark sei. Das kann einem schon Sorgen machen. Andererseits ist Simsalas Team auch sehr stark. Ihnen sollte eigentlich nichts passiert sein. Nun, wir haben Simsala den Kampf gegen Gordon überlassen. Daher bleibt uns nichts anderes übrig, als uns in Geduld zu fassen und auf seine Rückkehr zu warten. Wir müssen tun, was erforderlich ist. Lass uns als Retterteam unser Bestes geben. Ja. Oh, wer sind die denn? Also ich bin Isso und das ist wohin genau? Wohin genau? Wir haben eine Notiz am Infoprint vor der Pelipa-Post hinterlassen. Wohin genau? Bitte sie doch mal nach. Bitte, bitte, bitte. Wohin genau? Bitte hilf uns. Wir müssen jetzt gehen. Wohin genau? Alter. Was war das denn jetzt? Dieses kleine Pokémon. Wie hieß der Junge noch? Isso? Er will, dass wir uns das Infobrett der Pelipa-Post ansehen. Vielleicht stecken die beiden ja in Schwierigkeiten oder so. Und haben einen Rettungsjob und Infobrett ausgehängt. Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Auf zur Pelipa-Post. Sehen wir uns das Infobrett an. Na gut, dann wollen wir mal schauen. Siehst du, wie viel Geld haben wir mittlerweile wieder? Na, nicht so viel. Aber wir haben einige Punkte gekriegt. So, Infobrett. Strafe Menki? Eine Sondermission in Tumultwald. Okay. Klient ist Isso. Ja, keine Ahnung. Menkis Bande sollen wir besiegen. Heilige Makrele. Ja, nehmen wir die einfach mal an, ne? Würde ich sagen. Ups. Am Infobrand hing ein Rettungsjob, auf dem stand Bestrafe Menki. Habt ihr den Job dort ausgehängt? Jeppa, jeppa. Wohin genau? Eine fiese Menki-Bande läuft amok in unserem Wald. Die sind total wild. Wir haben alle Angst. Wohin genau? Wir wissen nicht, warum sie sich so aufführen. Aber sie sind immer mies drauf und greifen jeden an, der ihnen über den Weg läuft. Wohin genau? Das ist ein Problem. Doggy, wir sollten gehen. Vielen Dank, wir zählen auf euch. Wohin genau? Der Ort, an dem die Menki-Bande ihr Unwesen treibt, der Tumultwald, steht jetzt für Erkundungen offen. Oh yeah. Geilo. Gebiet mehr, genau. Gut. Was, rette mein Kind? Nee, das war nicht das, was wir, machen wollten. Aber wo sind die Missionen jetzt? Können wir gar nicht mehr so annehmen oder ausüben oder was? Na gut, wollen wir mal schauen. Nix Team, Items. Da war die Linkbox, okay. Wollen wir mal schauen. Ich habe letztes Mal auch einfach nur LLL gemacht, schnell. So, Sindelbeere. Da unten ist nämlich die Linkbox. Pilzbeere, Apfel, Sindelbeere. Ja, danke. Nein, ich möchte aber diesmal gerne was mitnehmen. Weil wenn wir wirklich eine Bande kaputt machen müssen... Wobei, wir haben eh eigentlich alles dabei. Wir haben Sindelbeeren, wir haben Äpfel, wir haben die Linkbox sogar diesmal dabei. Müll. Ja, Müll wollen wir sie nicht machen. So.
Dann nehmen wir Absoli mit, oder? Oder mal was Defensives. Weiß ja nicht, was die Bande so drauf hat. Ich nehme Absoli wieder mit. Damit wir diese schöne Melodie noch hören können. Und... Na, okay. Noch einen zweiten. Und... Da ist es. Okay, reicht auch wieder. Darf nicht zu lange natürlich machen. Ihr wollt schließlich was sehen, ne? Ich denke mal, ich werde nachher, wenn die Folge zu Ende ist, mich einfach mal reinstellen und die Musik ein bisschen lauschen. So. Tumultwald. Gehen wir mal rein. Wo ist denn der? Da oben, ganz oben. Tumultwald, U1. So. Oh, wo kommst du denn her? Ih, scheiße, ich sollte nicht angreifen. Ja, jetzt bist du auch noch verwirrt. Bei Mel kann Kanimani treffen. So. Ich möchte gern hier runter, danke. Alle haben keine Verwirrung mehr. Wenn das jetzt öfters so kommt, komm ran hier. So, scheiße. Okay, zieht gar nicht so viel ab. Ich hätte das echt gedacht, dass es ein bisschen mehr abzieht. So, ich weiß gar nicht. 202 Pokédollar, krass. Wir wissen jetzt gar nicht, wie tief wir müssen, um die Bande aufzuhalten. Oh ja, ja, ja. Das wird, denke ich mal, ein wenig dauern. Warte, hier liegt noch ein Item. Wieder nah am Arena. Ne, Pilsif Burger, nicht am Arena. Arena sind rot, Pilsif sind rosa. Tumult U3. So. Oh, 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 was ist das denn? Sandsturm? Ja, Sandsturm. Oh, was haben wir hier? Plosivsand. So, ich muss mal eben schnell was gucken. Tut mir leid. Okay. Geht auch schon weiter. So. Aussätze. Ich kann nicht angreifen. Aber ich kann einfach mal weggehen. Was? Wegen dem schlechten Wetter? Okay. Das ist nicht gut. Na, okay. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich immer, ja, immer Schaden durch dieses blöde, schlechte Wetter. Aber ich regeneriere mich immerhin. Oh, aber nicht immer so doll. Und jetzt müsste ich wieder Schaden kriegen. Ja, okay. Ich krieg immer einen Schaden. Also, die Differenz ist immer 1. Ich regeneriere mir immer nur 4 Punkte, oder? Ja. Genau, 4 Punkte und krieg 5 Punkte dann Schaden. Das ist ziemlich scheiße. Aber wir können rein gar nichts dagegen gerade machen. Und das nervt ziemlich gerade. Weil alle Pokémon immer erst angezeigt werden, die Schaden kriegen. Ja, ja, schön. Und das könnte nach und nach ziemlich doll auch Nachteil haben für uns. Also wir sind jetzt schon ja ziemlich weit runter. Und auf die Dauer, so wie wir die ganze Zeit hier rumlaufen. Alter, was geht mit dir? Gut, das ist... so viel abgezogen hat. Ja, du darfst gerne ins Team kommen. Boah, es entwickelt sich zu Tangolist, ne? Dann nenne ich dich einfach... Oder? Zum Wurzelblanas Tangolist, ne? Ich glaube, so war das. Wie nennen wir dich denn? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt mit irgendwas zusammenbringen kann. Ich nenne dich jetzt einfach mal Sammy, weil mir der Name so spontan eingefallen ist und mir sympathisch ist. Also an alle Sammys, die jetzt gerade gucken, das ist für euch. Ja, Name ist okay. Okay, Wachstum steigt. Ich bin nicht verwirrt, immerhin. Okay, dann halt so.
jetzt ging erstmal noch alles Schaden. Soll ich mich mal bewegen? So. Siehst du, die Pokémon bekommen ja auch noch hier alle Schaden. Wir haben hier wieder Plosivsamen, immerhin etwas. Wobei Plosivsamen ja gar nicht mehr so viel Schaden macht, ne? Haben wir ja gesehen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auf jeder Ebene so. Ah ne. Alter, wir erstmal alle voll gerade Schaden kriegen. So, dann gehen wir mal runter. Oh. Reicht auch wieder, ey. So, haben wir hier auch Sandsturm? Nein, haben wir nicht. Gut, ist also wirklich ebenenbedingt. Dann können wir hier wenigstens unsere Regeneration, unsere Leben regenerieren. Nicht unsere Regeneration regenerieren, wäre Quatsch gewesen. Lass mal auf dein Wachstum die ganze Zeit einzusetzen. Das ändern wir mal eben schnell. Ach, Zimmi. Attacken, Wachstum, Erdner und Naturkraft machen wir auch mal weg. Ja, du hast eigentlich gar keine brauchbare Attacke. Wissen wir Bescheid, dass wir dich nicht mitnehmen. Beziehungsweise eine TM beibringen können. So, was ist das? Eine Roserade. Ne, Roselia. Roserade war die Weiterentwicklung. Und ich habe einen Hass auf diesen Namen mittlerweile. Alle, die... ja, guckt euch einfach mal diesen Typen Roserade in Pokéfans an. Ich habe mittlerweile einen ziemlichen Hass gegen diesen Typen. Geschichte ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Es ist einfach, denke ich mal, so ein kleines Kind, das 13 Jahre gerade mal alt ist und mich einfach nur gerade ziemlich hart am Nerven ist. Und etwas, naja, inkompetent ist. Sagen wir es mal so. Ich habe ja eigentlich nichts, wenn Neulinge in ein Forum reinkommen und unbeholfen sind. Sagen wir es mal so, ne? Aber wenn man das wirklich schon mittlerweile mit Absicht macht, ein Thread viermal, genau den gleichen Thread viermal aufzumachen und dann die Tipps von Leuten nicht mal annehmen zu wollen, das finde ich einfach nur krass, richtig krass. Sowas mag ich einfach nicht tolerieren. Und das hat der Typ auch von mir so zu hören bekommen. Und ja, jetzt meint er mich halt per PN die ganze Zeit so zu nerven. Meint er es, wie sagt er, akademisch geht es ihm gut. Meint aber, also hat so viele Rechtschreibfehler und Grammatikfehler, dass es nicht mehr normal. Also ich kann keinen Apfel mehr aufnehmen. Na gut, dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Weiter. Hallo? So. Supi. Dann gehen wir mal hier runter. Treppe. Da ist ein Planas. Oh, das war aber schnell kaputt. Und hier ist die Treppe. Was meint ihr? Wie tief müssen wir gehen? Ich möchte ja gar nicht so tief gehen. Wolkig, okay. Hier ändert sich das Wetter wohl richtig doll mal so zwischendurch im Tumultwald. Aber wir haben bisher kein einziges Mankey gesehen. Ich hätte ja gedacht, dass wir jetzt hier Mankeys ab und zu mal treffen, so als... Na gut, ist ja eine Bande. Eigentlich müssen wir die ja hier im Rudel dann antreffen. Mal schauen, wie tief oder... Ja doch, wie tief es hier geht. Ich möchte ja eigentlich nicht so weit jetzt wieder vormachen. Und ich denke mal, das wird wieder so ein Dungeon sein, wo 15 Dinger sein werden. Und wir haben, denke ich mal... Nee, ja, was heißt, denke ich mal? Also wir haben dann noch nicht mal die Hälfte geschafft. Jetzt vielleicht mal 1,5 oder so. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Schauen wir mal. So, es ärgert mich gerade ein bisschen, dass wir die ganzen Sachen liegen lassen müssen. Ja, los, komm. Absolute, du schaffst es. Achso, ich darf wieder angreifen. Oder auch nicht. Sah nur so aus. Jetzt aber. Los, Absolute, du darfst auch. Dankeschön. Dann gehen wir mal hier runter. Für alle Leute, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, seit ein, zwei Tagen, ich muss mal gerade überlegen, wie ich das jetzt hochgeladen habe und wann ich das veröffentlicht habe, ist ja eigentlich auch
gar nicht so wichtig. Okay. Yeah, Level 26, geilo. KP steigen um 4. Badass, Junge, badass. Jetzt haben wir 82 KP. So, keine Money gleich mit. Suppi steigt auch um 4. Floyd den Doggy, Floyd den Doggy. So. Dann gehen wir mal hier lang. Das sieht wieder... Achso. Ups. Falsche Richtung. Na gut, dann greifen wir halt so an. Zu viel zieht das gar nicht ab. Dieses Erdbeben. Ich weiß nicht, ob wir zu stark mittlerweile sind. Und das ist hier tatsächlich eine Sackgasse. Wusste ich natürlich, aber... sicher. Ich möchte jetzt nicht hier sagen, scheiße, ich bin jetzt hier in ganzen Ebene durchgelaufen, nur weil ich die Sackgasse da hinten einfach nicht mitgenommen habe. Und da wäre denn die Treppe gewesen. Ist ja auch scheiße. Alter, reicht. Komm ran hier. Ja, Giftstachel ist leider nicht speziell. Roselia. So, da lang. Ich hätte mal irgendwie Gigasauger oder sowas einsetzen sollen. Alter, leckt mich doch am Arsch. Wie sie alle der Meinung sind, hier zu boosten. Absolli, du darfst ruhig mal dein Ruckzuck-Kip einsetzen. So. U8 mittlerweile. Bin hier mitten in der Nacht gerade am Aufnehmen. Muss gucken, dass ich nicht zu laut bin. Und... langsam kommt doch meine Müdigkeit durch. Muss ich mal nachher langsam wieder ins Bett gehen. Aber ich habe dann zumindest heute wieder ein bisschen aufgenommen. Das brauche ich dann nicht wieder in der Last-Minute-Marken. In der letzten Zeit habe ich ja sehr viele Last-Minute-Aufnahmen gemacht, weil ich einfach irgendwie keine Lust hatte, mehrere Folgen aufzunehmen, also hintereinander aufzunehmen. Ich wollte immer... Ah, da ist ein Mankey. Na gut, dann hauen wir rein, Samurzel. Ah nee, Samurzel haben wir ja erst frisch bekommen. Wir müssen also zurückgehen. Denn irgendwie die ganze Zeit keinen Schaden. Oh, jetzt hat's mal einen Schaden genommen. Oh, es greift mal an. Wie Silberblick. Immerhin macht es reguläre Angriffe. Aber dafür hält es wenigstens einiges aus. Oh, da oben bist du. Wie bist denn da? Nee, da gehe ich erst nicht die ganze Zeit hin. Gehe ich halt hier wieder zurück. Das kann jetzt ein bisschen nervig werden. Ih, scheiße. Na, immerhin. So, jetzt müssen wir schnell die Treppe finden, damit... Och komm. Das Ding wird Sammy, denke ich mal, nicht überleben. Weil halt Verteidigung schon runter und so. Und da hinten kommt schon wieder Mankey. Leb wohl, Sammy. Leb wohl. Tut mir leid an allen Sammys. Auch wenn es jetzt an euch gewidmet wird. Das nächste Samurzel. Ja. Nein, ihr solltet mein Belebersamen. Genommen. Das wird trotzdem nicht überleben. Und da kommt noch ein Mankey. Leck mich doch am Arsch. Ich hoffe, ich finde jetzt hier schnell die Treppe, damit das Sammy wenigstens... oh, noch ein Mankey da hinten. Scheiße. 41 KP hat das immer noch. Ist halt nur Level 13. Level 16. Ja. Oh, mir ist Verteidigung wieder runter. Und wir haben die Treppe hier immer noch nicht gefunden. Shit. Langsam ist Schluss da oben. Oh oh. Ja, das war's mit Sammy. Ja, verlässt das Retterteam. Und hat sogar unseren Belebersamen versaut. Ich habe keine Ahnung, wie ich es da oben verloren habe. Wann ist denn das passiert?
Wann ist es denn vom Team abgesplittet? Ich hab's nicht mitbekommen, ganz ehrlich. Warte mal, den Affe kann ich ja nicht mitnehmen, da. Ich hab doch den Belebersamen hier eingesetzt. Was habe ich denn in der Zeit aufgenommen? Gar nichts, soweit ich weiß. Also das verwirrt mich jetzt ein wenig. Ich habe eigentlich nichts aufgenommen, seit Sammy den Belebersamen genommen hat. Wer weiß. So, ich wette mit euch, diesen Belebersamen wird uns den Arsch kosten. Wir werden den wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich brauchen. Und haben den jetzt nicht mehr. Und werden jetzt bei der Mankey-Bande richtig eins auf die Mütze bekommen. Da wette ich mit euch. Oh, der Magen knurrt. Dann essen wir mal eben was. Also, können wir da nur einen Apfel essen. Würde gerne mal irgendwas anderes essen, zur Abwechslung. Naja, aber Äpfel sollen ja gesund sein, ne? Aber nicht die ganzen bespritzten Dinger. So, dann gehen wir mal weiter. U10 mittlerweile. So lange... Oh, oh, da sind sie auch schon. Hey, was ist? Wir schlagen uns eigentlich nicht gern, aber wir regen uns ziemlich schnell auf, kapiert? Und was uns richtig in Rage bringt, ist, wenn wir hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Wow, dieser blöde Gesichtsausdruck. Wow, das macht mich echt fertig. Ich sehe rot. Mankey Schlägerei. Ja. Sowas gibt's auch in unserer Gesellschaft. Leider. Ja, nee, ich schlage. Du sollst Schaden machen. Geht doch. Und ihr könnt ja irgendwie gar nichts ab. Danke. Den kriegst du gleich wieder zurück. Bam. Na gut, wird uns doch nicht den Arsch kosten. Wie versprochen, haben wir der Mankey-Bande gezeigt, wo es lang geht. Ich hoffe, sie haben etwas daraus gelernt und geben jetzt Ruhe. Vielen Dank euch allen, wirklich. Moin genau. Ja, wir sind voller Dankbarkeit. Hier ist unser Dankeschön. Das Team von Doc erhält eine geschälte Kastanie zur Belohnung. Okay. Das ist eine geschälte Kastanie? Genau, eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir haben kein Geld. Moin genau. Deshalb können wir euch zur Belohnung nur eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Nein, nein. Das ist schon in Ordnung. Geschälte Kastanien sind köstlich. Ich mag sie. Obwohl ich wünsche, wir hätten etwas Geld verdient. Hey, Ida. Oh nein, die Mankey-Bande. Moin genau. Diese blöden Affen. Sind sie uns gefolgt, um sich an uns zu rächen? Ja, euch meine ich. Ihr hattet nur Glück, mit uns legt man sich nicht an. Diesmal machen wir Kleiners aus euch. Wir werden euch pulverisieren. Mankey, auf sie mit Gebrüll! Hey, Augenblick mal. Seht euch das an. Kastanie. Das ist eine geschälte Kastanie. Was? Tuschel, tuschel. Flüster, flüster. Was flüstern die denn da? Sieht aus, als würden sie über etwas diskutieren. Wohin genau? Was soll das werden? Hört mal. Ihr habt da, was wir wollen. Diese geschälte Kastanie da. Können wir die haben? Wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Und warum besorgt ihr euch denn nicht selbst Kastanien? Naja, Kastanien haben doch immer so pixige Schalen, stimmt's? Wenn wir versuchen, sie zu schälen, pixen wir uns. Und dann werden wir Fuchs... Was? Fuchs Teufel willst. Deswegen fragen wir ja, ob ihr uns die geschälte Kastanie gebt. Wir tun alles, was ihr wollt. Was meinst du, Doggy? Sollen wir der Gemeinde unsere geschälte Kastanie geben? Nein, ich will sie selber essen. Natürlich. Ha, da fällt mir was ein. Hey, Mankey-Bande, wie sieht das mit der körperlichen Arbeit aus? Wie? Körperliche Arbeit? Sowas wie Muskelarbeit? Wir haben Muskeln, aber wir hassen Arbeit. Aber es ist ja für die geschälte Kastanie. Prima, dann hör zu. Wir wollen unsere Basis hier umbauen, damit sie beeindruckender als sie jetzt aussieht. Basis? Genau. Ich spreche von unserer Retterteam-Basis. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch diese geschälte Kastanie. Nun, was sagt ihr dazu? Toschel, toschel.
Flüster, Flüster. Okay, wir helfen. Wirklich? Ihr werdet uns helfen? Ja, überlasst das uns. Wir tragen das Baumaterial her und muddeln das Gebäude um. Da wird nicht lange gefackelt. Im Gegenzug gebt uns die geschälte Kastanie. Ich auch. Ich helfe auch mit. So, wartet mal kurz. So. Ich spucke Seide, mit der wir alles zusammenhalten können. Ich will auch helfen. Moin, genau. Ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil wir euch nur eine geschälte Kastanie geben konnten. Moin, genau. Schniff, ich danke euch allen. Okay, packen wir es an. Okay. Okay. Yay. Und so begannen die Umbauarbeiten an der Basis des Teams Lavi von Doki. Einige Tage später. Boom. Wahnsinn. Es geht sehr schnell mit unserer Basis voran. Boing, genau. Wir stehen in eurer Schuld. Boing, genau. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben immer noch ganz viele schwierige Aufgaben, die wir erledigen müssen. Boing, genau. Yeah, aber wir sind fast am Ziel, nicht wahr, Mankey-Bande? Was? Da, dort drüben. Was ist los mit euch? Wir müssen weiterarbeiten. Keine Lust mehr. Was? Das ist so langweilig. Wie soll man das denn aushalten? Ja, genau. Das macht keinen Spaß mehr. Ein paar geschälte Kastanien könnten jetzt nicht schaden. Was ist denn los mit diesen Typen? Bei uns geht nichts mehr. Wir brauchen geschälte Kastanien zur Motivation. Okay, wir haben ein Problem. Die Mankey-Bande will wohl erst dann weiterarbeiten, wenn wir ihnen eine weitere Kastanie geben. Wir müssen weitere geschälte Kastanien finden und der Mankey-Bande geben. Okay, so, wir sind hier in der halb umgebauten Bude. Und ich würde sagen, wir gucken das nächste Mal weiter, wie wir diese geschälte Kastanie bekommen, weil wir sind hier am Ende der Folge. Oh yeah. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.